Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Last of Us, wo wir nun in der Hotellobby sind und mittlerweile in Pittsburgh ebenfalls angekommen sind. Wo denn? Ja, ich komme gleich rüber. Ich will hier nur kurz looten. So, das kann man nicht öffnen. Da brauchen wir eine Kombination. Die Frage ist nur welche. Vielleicht wahrscheinlich eine Zahlenkombination. Könnte ja sein, dass er was anderes auch ist. So, hier ist schon mal eine Leiter. Hier ist er was. Ich vermisse Kaffee. Ja, das glaube ich. Wie lange man schon hier verzichten musste auf irgendwas. Kann man sich gar nicht vorstellen. Okay. Es ist auch schon wieder ein bisschen eine Zeit her, wo ich zuletzt gespielt habe. Deswegen spiele ich jetzt vielleicht so ein paar Folgen, vielleicht 3, 4 Folgen. Oder wieder 2. Dafür halt lang. Habe ich ja halt letztes Mal ein bisschen länger gemacht, aber naja. So, wahrscheinlich müssen wir da rauf. Ja. Anders wüsste ich nicht wo. So, platzieren wir mal. Dann gehen wir mal rauf. Schauen wir mal, hier ist alles clear. Ja. Jetzt doch. Alter. So, sie ist da, gut. Überall Einschusslöcher. Die Kamera hat gerade so reingezoomt. Warum ist das so? Kommt jetzt hier gleich wieder. Naja. Gut. Ja, hier ist nichts. Gehen wir hier durch. Wir müssen immer zur gelben Brücke. Oh fuck. Sind denn die? Also packen wir es. Hä? Okay, wie auch immer. Drin ist wer? Der geht da lang. Okay. Wer hat uns gerade fast gesehen? Nur wer? Ist die Frage. Der geht weg. Da kommt wieder her. Ah, das ist dieses normale Geräusch, okay. Wenn wir wieder rausgehen, dann macht das solche Geräusche. Na komm, na komm. Ja, das war echt knapp. Der geht da hinten rum. Ja. Okay. Gut, dann looten wir hier mal. Hier ist nichts, naja. Flasche.
vorne ist wer? So, den haben wir. Jetzt können wir tauschen. Oh, das Muni. Okay. So, jetzt kurz mal in Deckung. Kurz mal die Lage abchecken. Na, da hinten, die sind alle da hinten. Bestimmt müssen wir hier durch oder sowas. Na, wir sind eh full. Gut, dann gehen wir hier durch. Ne, das ist ja wahrscheinlich so ein Zwischenraum. Naja. Oder? Ah, oh, nee. Natürlich können wir die anderen auch noch angucken. Was war das? Was rumpelt da so? Wir sind da schon lange nicht mehr auf Zombies gestoßen. Infizierter oder sowas. Aber wahrscheinlich bald. Sind denn nur auf Überlebende gestoßen, die übelst angry auf uns sind. Da hinten sind welche. Schrecklich. Was denn? Alter. Sie haben es sich leicht gemacht, hä? War das besser als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten? Glaub mir, leicht besser. Sind das Infizierte? Die bewegen sich ja nicht und wir wissen ja, Infizierte bewegen sich ja nicht, eigentlich ja. Die bleiben ja immer stehen und machen einfach nichts. Aber das sind diese Hardcore-Infizierten, die schon etwas ein bisschen länger sind. Und die Bloater, das sind ja die ganz heftigen, also die schon jahrelang infiziert sind. Die haben wir ja letztens ja gehabt in der Schule. Alter. So, hier haben wir nix. Ist alles abgesperrt. Wir müssen da sicher dran vorbei. Okay, wir müssen weg hier. Oder in Deckung. Die durchsuchen jetzt alles. So, den erwürgen wir. Der hatte nix, ne. Gut. Die beiden sind da hinten. In den Räumen da, ja. Ja.
Gut, dann haben wir auch. Ja, natürlich, das Mensch gegen Mensch gibt es ja auch während einer Apokalypse. Weil jeder was braucht und der andere hat das und der andere halt nicht. Und ja, das ist leider halt so. Und den anderen möchte ich gerne auch noch wegbekommen. Und ich bleib weiter im Schleichmodus. Gut. Das ist eine schlaue Idee, ist da reinzusteigen. Puh. Ja, ja. So. Gut, dann haben wir. Ist hier, ja, stimmt, das ist ja hier das Hotel, wo wir immer sind. Okay, hier haben wir noch einen Ziegelstein. Das ist nichts. Ich glaube, es ist jetzt hier wieder Ruhe. Das waren ja nur 3 Stück. Ob die nur immer nach uns suchen, ich weiß ja nicht. Okay, hier ist eigentlich auch nichts mehr. Ja, wir schwimmen jetzt mal hier hoch. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Ja, ja. Ich möchte nur kurz hier ein bisschen umgucken. Hier ist aber eh nichts mehr. Oh. Sprengstoff. So, jetzt machen wir auf. Jawohl. Ein Aufzug. Das sieht nach Durchgang aus. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich hier dran quetschen. Na komm. Okay. Jawohl. So. Okay. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mir geht's gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt. Alter. Ach du Scheiße. Oh nein. Alter, alleine kann ich doch da nicht durch. Ja, das habe ich ja. Alter, allein. Alter. Zum Tauchen. Wir müssen da unten durch. Nein, nein, nein. Weiter runter. Und hier wieder rauf. Was war das? Puh, Alter. Ah, okay. Das wird jetzt hier fast wie so ein Labyrinth.
So, West Tower B1. Staff Locker Room, Laundry Room, ja, alles da durch. Das bringt das Zeug auch nichts. Ich hoffe, ihr bleibt erstmal ganz ruhig. Boah. Hä? Okay. Mal hier durch. Ja, hoffentlich. Für mal Muni bekommen. Irgendwo oben? Nee. Nee. Da ist kein Durchkommen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwo anders hintauchen. Oder vielleicht irgendwo raufklettern. Hier unten ist auch gar nichts. Also da hinten war jetzt der Gang, wo wir gekommen sind. Da können wir ja gleich mal durch. Oder das Tor umgehen. Nee, da kann er ja nicht durchschwimmen. Das geht ja dann nicht. Da ist dann... Das ist ja dort nicht so tief. Junge, man rechnet hier die ganze Zeit, dass jetzt gleich irgendwer hier kommt. Am besten gleich ein Bloater. Das ist ein ganzes Pilzmonster. Ja, da sind wir gekommen. Oder? Ne. Ist nix. Ah, doch. Wir sind um. Ah, okay. Sind das auf der anderen Seite? Oh fuck, Sporen, ja. Die dürfen nicht einatmen, weil sonst könnte man sich verwandeln. Aber wo Sporen sind, sind auch Kreaturen. Alter! Boah, was das gerade für ein Rattenschwarm war. Fuck, erstens viel Gänge. Zweitens, fuck. Ich hoffe, hier ist echt niemand. Ich möchte eigentlich nur ein Kind in eine Quarantänezone bringen. Das war eigentlich der eigentliche Auftrag. Okay, da geht's hoch. Ja, ich sehe ja fast gar nichts, aber... Ohne Taschenlampe macht das hier sehr viel Spaß. Okay. Da geht's auch hoch. Das müssen wir wahrscheinlich anschmeißen. Ich mache das jetzt einfach, solange ich Zeit habe noch. Nein! Was? 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 Alter! Wow! Alter! Bist du behindert, Alter? Hast du keine Hobbys oder was? Alter!
Alter, ich will nur das Ding anschmeißen. Oh fuck. Oh, okay. Alter, bist du irre? Fuck it, Alter. Darunter doch sicher nicht, nein. Wow! Alter! Alter! Wow! Alter! Ja! Genau! Alter! Alter! Da ist gerade, ist da gerade ein Zombie aus den herausgekommen? Wie geht das denn? Na komm. Ah, okay. Oha. Alter! Oh, Bulette! Oh, fuck it! Nein! Weg von dem Vieh! Oh, fuck it! Quermuni! Nein! Oh, fuck. Du brauchst einen großen Spielraum für das. Du brauchst echt einen großen Spielraum, wo du echt viel Platz hast für das ganze Zeug da. So, schmeiß den Karren an. Und jetzt nichts wie weg hier. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Das ist das allergrößte Problem, was ich habe. Du Scheiße, hä? Warum ist er gerade stehen geblieben? Nein! Verfluchter! Sind wir ja wieder hier unten. Ja, gerade durch die Mauer geschossen, das geht natürlich. Oh. Ey Junge, wie unfair ist das denn? Ich kann ja nur, Alter. Mann. Auf jeden Fall oben müssen wir lang. Und das hat da überall Löcher drinnen, wo wir wieder da rauskommen, wo wir ja wieder unten sind. Ich könnte dann natürlich die alle ausschalten. Das wäre ja schön, aber
Wie weit bringt's? Da hoch? Nein. Fuck it. Oh fuck. Der Dicke! Wo ist er? Ich hab's ja früher gesagt noch, am besten noch ein Bloater, schickt ihr mir hier runter. Ich muss Muni weiter einsammeln. Ich kann ja mit geballter Faust gegen den Typ ja nicht kämpfen. Ohne wenn ich eine Flasche drauf werfe. Das stoppt. Jetzt bleib mal stehen. Nimm mit der Ruhe. Alter, lass mich doch in Ruhe. Nicht du schon wieder! Alter, oh. Nein! Nachladen! Wow! Ich sehe den auch gar nicht. Na toll! Na toll! Fuck. Das hat wieder so viel Muni gekostet. Wie will man denn gegen den kämpfen, wenn man keine Muni hat? Ich meine, ich habe ja noch die eine Scheiße. Und vor allem, wenn überall diese Kackwichser sind. Verpiss dich! Keiner will dich. Schau dich doch mal an, Alter, mit deinem Gesichtsherpes. So kannst du doch nicht zum Bewerbungsgespräch gehen. Ich habe ja noch einen Bogen, Alter. Mit einem Bogen werde ich den Typen die Eier raussenzen oder was? Ich werde den sicher stoppen. Da bin ich fest davon. Was war das denn für ein lächerlicher Sprung gerade? Ja, wohin? Wohin eigentlich, ne? Na toll, das ist ja so eine Kackwaffe. Alter. Wie viel steckt da ein? Kann man das irgendwie mal berechnen, dann nicht so wie viel? Der müsste doch gleich umkippen. Letztes Mal haben wir doch nicht so viel reingesehen. Ja, danke. So, das waren ja noch nicht alle, da waren ja nur so Kackviecher. Scheiß Wichser, ey. Sich da nicht gerade was bewegt? Da geht's runter. Wahrscheinlich musste man ja gegen den kämpfen, weil sonst öffnet sich irgendwas ja nicht. Ist auch ein bisschen dumm, aber... Alter! Noch immer sind hier Wichser, ey! Jetzt reicht's doch mal! Ich möchte mich jetzt mal hier in Ruhe erstmal ein bisschen entspannen, ey! Bitte! So, was brauchen wir noch? Haben wir hier Molotow.
Die maximale Gesundheit würde ich gerne auch mal leveln. Hier ist nichts. Hier liegt die Keycard, Hotelschlüsselkarte, die hätte man wahrscheinlich gebraucht. Hotel Grand. Grand Theft Auto. Da ist nichts. So, was mache ich mit euch? Kann man liegen lassen. Okay. Ja, du hast doch die Karte. Ah. Ja. So. Dann gehen wir hier durch. Boah, was war das denn jetzt für ein Move? Er reißt er denn die Tür auf? So, können wir jetzt mal hier wieder so ein bisschen normal, weißt du? Oder ihr könnt mir auch gegen Normale kämpfen, also so Menschen noch. Überlebende. Scheiße, ist auch schon am Ball, die macht es glaube ich nicht mal lange. Die wird uns sicher bald irgendwann ausgehen. Voll, alles voll. Ich brauche unbedingt Muni. Was haben wir denn? Das wollte ich hier gerade sagen, was wir hier noch machen könnten, wenn nicht. Ein Nachladetempo. Den haben wir noch nicht mal verwendet, überhaupt den Bogen. Und wir haben auch noch nicht alle Waffen. Drei fehlen uns ja noch. Da haben wir auch schon ziemlich viel gemacht. Rückstoß wäre hier schön. Dann machen wir das ja voll. Mehr geht ja auch gerade nicht. Das können wir noch machen, ja, sonst ja. Mehr geht nicht. So geht es doch. Pillen. Noch mehr zum Craften. Toll. War ja nicht anders abzusehen. Na los, da. Erwischt. Fuck it, Alter. Gut gemeint. Gewissen? Heute nicht. Du? Schwärmt aus. Die sind zu zweit. Okay.
Was? 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 Wie jetzt? Die haben mich natürlich gesehen. Natürlich, die haben mich ja von der Ecke aus, hinter der Betonwand, haben die das gesehen, dass sie diesen Typen gerade erwürgt habe. Und am besten laufst du gleich... Alter! Jetzt reicht's! Wichser! Alter, nichts. Ich kann ihn mit dem Bogen anschießen, ey. Das wäre ja vielleicht noch eine Methode. Der Typ hat ja auch natürlich keine Muni, ne? Mit was hat er denn früher geschossen? Das macht mir nicht so viel Sinn. Und auch wenn er sie verschossen hätte, warum hält er dann die Waffe herum? So, die wollten ja kämpfen, die wollen ja kämpfen mit mir, aber kommen wir nicht. Aber ich glaube, die haben mich verloren, oder? Ist gleich im Gang. Da geht einer. Oh, der Typ geht, als wäre er selber schon ein Zombie. Hallo. Komm doch mal her. Wie viel denn? Scheiße. Bam! Bam! Der hat Muni, aber geht mit dem Basie durch die Gegend. Und der andere hat eine Waffe gehabt, aber hat keine Muni. Macht natürlich viel Sinn. Aber naja, was willst du machen? Ah ja, ein Basie, warte. Nimm den Basie. Ja, natürlich viel stärker. Können wir das mitnehmen, ja. So, wir sind jetzt hier fast wieder draußen, ey. So, hier gibt's ja nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir hier wieder rauf. Oder irgendwie müssten wir. Achso, ne. Wo? Ah. Leiter. Okay. Ja, und in der nächsten Folge gehen wir dann darauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.